Ich schieße auf das Richtung. Moment. Ja, in unsere Richtung, oder? Wir haben hier auf unserem TLC-Server ein kleines neues Feature. Und zwar, wenn man die Circumflex-Taste drückt, also die Taste links neben der 1, hat man hier so ein kleines Group-Management-System. Da kann man dann die Leute einladen, die auf dem Server spielen. Ich habe jetzt mal den Perry und den Deso eingeladen, also den Fabi. Und dann hat der Leader links unten sozusagen, ja, die Statusmeldung von den Spielern. Also wir sehen jetzt, eins bin ich natürlich, ich sitze im Auto. Und Perry und Deso sind zu Fuß unterwegs. Das kann man jetzt sehen. Man sieht auch natürlich, wenn die im Fighter sind, unterwegs sind. Oder wenn jemand eine Message macht, zum Beispiel ich mal jetzt Return to Information. Und dann haben die anderen Spieler, das heißt also Perry und Fabi, werden jetzt eine Meldung auf der Minimap haben. Beziehungsweise nicht auf der Minimap, sondern auf der normalen Map. Als ob man etwas markiert hat. Und das macht es ganz angenehm, miteinander zu spielen. Vor allem, wenn wir jetzt noch ein Radio finden würden, dann würden wir live, die Live-Positionierung des anderen, beziehungsweise der anderen Mitglieder aus dem Team sehen. Wir werden versuchen, noch eins zusammenzubekommen. Ich hoffe, das wird gleich was und dann melden wir uns gleich nochmal. Ich fahre hier gerade in Richtung Perry und Deso und auf dem Weg dahin ist mir eine mega heftige Base aufgefallen. Ja, wo ist die? Die ist hier mitten im Urwald. Ich habe die auch noch aus zweiten wegen dem dicken Heli. Oh Gott, ich blute. Oh ne, ich habe eine Blutungsanimation, aber ich blute nicht mehr. Auch cool. Und jetzt schaut euch mal an, wie heftig die gebaut ist. Also hier alles Zementwelle, Mauern. Da dick Sandkasten, schöner Ausblick, ein Tor. Leider gesperrt, leider gelockt. Da oben noch mit Holz, halben Holzmauern für Gläser. Das ist, glaube ich, die geilste Base, die ich jemals gesehen habe. Holy Mamoli, sogar mit Gläsern. Also Respekt, wer die Base gebaut hat. Alter Falter. Da kann man nur sagen, mega, mega dicken Respekt. Hier kann man oben drauf gehen. Okay, das mit der Helikopter-Landeplattform ist natürlich ein bisschen unglaubwürdig. Aber ein mega dicker Vorteil oder ein mega dicker Pluspunkt von mir ist, der hat sich nicht irgendwie. Ja. Guck mal, hier kann man sogar reingehen. Sieht ein bisschen leer aus. Hier ist ein Eingang. Er hat sich einfach nicht ein Gebäude gesucht, hat die Türen vom, also sozusagen den Eingang zugemacht von den Gebäuden, sondern er hat sich komplett im Wald was Eigenes aufgebaut. Hier ist was despawned oder jemand hat es kaputt gemacht. Also man kann hier reingehen. Guck mal, Unlock Safe. 0000. Für die Insider unter euch, die wissen, was passieren kann. Wenn der Safe nicht länger als 40 Tage inaktiv war. Oder 80, weiß ich nicht. Guck mal, Climb Ladder Down. Guck mal, was unten ist. Darf man ja eigentlich nicht machen, aber. Ach, hier haben wir den Bunker. Jetzt zieht euch mal den Bunker rein. Bam, man hat hier wirklich alles. Also, wer die Base gebaut hat, Leute, echt mega fetten Respekt. Mega dicken Respekt. Leider kann man nicht mehr sehen. Oh nein, ist auch nicht. Doch, das geht. Ich dachte schon, ich würde hier festhängen. Aber alles gut, alles gut. Also, das ist so die Außenbase anscheinend. Nach innen kann man nicht rein, weil er nochmal abgesperrt ist. Aber hey, der hat das so heftig gebaut. Vor allem sieht das so geil aus. Allein schon diese Abwechslung zwischen Scheiben und Nicht-Scheiben und die Form von der Base, mega, mega, mega geil. Muss man sagen, einfach nur mega geil. Oben eine Helikopterplattform, okay. Dafür, weil es im Wald ist, geht es leider nicht anders, da einen Helikopter zu parken. Und der wollte es anscheinend nicht drauf verzichten, hat deswegen ein bisschen blöd gebaut. Aber bis auf das ist es wirklich bisher die geilste Base, die ich in Daisy gesehen habe. Und das, weil die komplett an einem Fleck gebaut wurde, wo wirklich kein Gebäude ist, sondern einfach mitten im Wald. Respekt nochmal an die Person, die das gebaut hat. Also unser Ziel wird auf jeden Fall Selene Gorst sein. Ich mache mir mal eben einen neuen Weg. Rechts steht ein Helikopter. Selene Gorst. Wir können aber beim Bandit-Händler theoretisch vorbeischauen, weil da eben anscheinend zwei Camper waren. Ja, ich schätze mal, die werden nicht beim Trailer direkt campen, sondern Alter, irgendwo dabei. Hier hat die sich Base eine ist neue. Mega awesome. Ja, 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 doch, die kann man sagen, die ist legitim. Vor allem, ich finde diese Mauern cool, so.
die so schief gesetzt worden sind. Ja, richtig cool. Dadurch ist der Heli halt safe. Ja. Der kann halt nicht rausgeschossen werden beim Starten. Das war für eine coole Idee. Das sowieso, bei den TLCs waren echt gut mit dem Snapping und so weiter. Das Bild, das ist viel besser gemacht als bei den CCG-Servern. Ja, vor allem die meisten benutzen das noch gar nicht. Das ist, glaube ich, die erste Base, die das wirklich benutzt hat. So. Ja, du hast das doch auch schon benutzt. Ja, okay, wir haben es bei uns in der Community-Base, aber ich meine jetzt außerhalb von uns so ernsthafte Basen hier. Eben wurde ich bei Zelenogorsk, als ich mit einem Feuer durch die Gegend gefahren bin, als Bambi natürlich, hardcore weggesniped von 3 verschiedenen Leuten, glaube ich, inklusive sogar einem Auto. Und da war auch eine Base, die mich beschossen hat, und an der wollen wir uns jetzt rächen. Damit können wir nicht. Geht einfach nicht. Dürfen die nicht machen. Ne, das und können wir nicht auf dem Mutter sitzen lassen. Eben, deswegen werden wir jetzt hier Rache vollziehen, sofern die da sind. Ich bin mit dem Vater sogar entkommen bis hierhin. Hier kam mir dann ein UAZ entgegen und hat mich hier losgeballert. Wir werden da vorne in den einen Wald fahren. Die Base hier? Nee, nee. Aber hier weiter oben wurde ich halt von einem UAZ noch verfolgt. Der ist dann angehalten, hat mich auch losgeballert. Ich glaube, das war die Base genau vor uns in den Scheunen, falls da eine Base ist. Auf jeden Fall, da kamen die ganze Zeit Schüsse her und das hat. Das stank wieder so nach einer, ja, Camperbase. Nebenbei, das Auto habe ich auch von einem, ja, Bambi-Killer bekommen. Der hat nämlich angehalten, das war, glaube ich, Elektro, hat angehalten, oder neben Elektro hat angehalten, wollte mich beschießen und, yo, okay, ich sehe da was. Zombies sind da, Leute. Zombies sind da, irgendwo ist hier ein Spieler. Mach die Augen auf. Links sehe ich auf jeden Fall keine Base, aber an der Schule sind Zombies. Ich sehe keinen in der Schule. Ich sehe den Spieler. Zwei Spieler, im Krankenhaus. Könnt ihr euch im Krankenhaus nähern? Dann würde ich nämlich gleich besnipen. Ich schätze, da sind 400, 500 Meter. Ich liege hier ganz gut zum Snipen. Ich werde mir mal eben ein das Haar markieren. Bisschen weit markiert. Ja, 300 Meter. So, ich habe 300, 400 Meter. Die waren gerade in der zweiten Etage. Beziehungsweise ersten Etage. Wie man es so mal sagen möchte. Ein Zombie ist hier geraged. Ich hoffe nicht auf mich. Immer noch erste Etage und ganz oben auf dem Dach war auch einer. Ich überlege, schaue ich irgendwie einen Moment. Der auf dem Dach könnte mich gesehen haben. Ich versuche jetzt. Nee, der hat dich nicht gesehen. Gegenüber auf, in den Wald wollte ich rein. Von da aus dann. Da ein bisschen die Position wechseln. Jedenfalls rage bin ein Zombie hinterher. Vielleicht hat er den ja gesehen. Ich versuche auch ein bisschen die Position zu wechseln. So, ich bin jetzt beim Haus direkt vor dem Krankenhaus. Okay. So, ich habe jetzt sehr vieles vom Krankenhaus im Blick, aber nicht genau die Mitte. Ich sehe den Typen, einer ist in der Mitte noch, erste Etage. Läuft jetzt ganz nach links, hat einen Large Gunbag. Hat einen weißen Kaskaskin, glaube ich. Wo ist der, sagst du? Du hast einen Zombie. Einer ist ganz unten, lootet gerade, den kannst du jetzt erschießen. Und einer war in der ersten Etage. Eiskalte Granate auf ihn geworfen. Müsste jetzt explodieren? Jo. Ist umgefallen. Ist tot. Jo. Wo war der andere? In der Mitte, in der ersten Etage. Ja. Hat einen Kaskaskin, pass auf. Aufpassen. Wenn er die Treppe runterkommt, ist er tot. Jo. Er hat sich auf die Treppe gelegt. Er? Der Spieler. Okay. Du kannst außen hochklettern. Oder Deso, kannst du außen hochklettern? Ja, kann ich machen. Okay, ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Ich
Ich guck mal, ich ändere noch mal meine Position. Bisschen weiter nach links. Oh fuck. Zombie hat mir Beine gebrochen. Okay, okay. Ich versuche zu decken, ich versuche zu decken. Soll ich trotzdem hochgehen oder? Ja, aber mach an der Leiter. Geh am besten von oben nach unten dann. Okay, bist du unten drin vielleicht? Ich bin unten drin, ja, aber ich. Deso, der hat weiße Kleidung. Der hat weiße Kaskar-Kleidung. Das ist die selteste Kleidung, die es gibt. Und einer läuft weg. Wie du. Von euch das läuft keiner weg. Wir fahren mit dem Auto weg. Ach so, du, okay. Nee, nee, der. Bin nicht ich. Ich sehe da kein Auto. Hast du gesehen, wo der hingefahren ist? Ich hab nichts gesehen. Ich glaube auch nicht, dass der das ist, weil es gibt nur einen Ausgang vom Krankenhaus. Ne, es gibt zwei Ausgänge. Wo ist denn der zweite? Du kannst in der ersten Etage, du kannst zwei Treppen runtergehen. Ja, ja, einen aber ganz links und einen es, ganz rechts. Es ist keiner rausgegangen vorne. Guck noch mal im Krankenhaus, ob der da ist. Ich lauf grad durchs Krankenhaus. Aber sonst kann das echt sein, dass der weg ist. Während ich mich umpositioniert habe. Das kann natürlich sein. Oh ja, stimmt, hier gibt's noch, ja, hier gibt's noch ein zweites, ja, der ist durchs zweite Treppenhaus wahrscheinlich. Okay. Egal, ja, ich geh mal die Typen bluten, die ich mit der Granate gekillt habe. Komisch, dass ich das Auto nicht gehört habe. Ich meine, ich habe die Zombies gesehen, die da lang hinterher gelaufen sind. Aber ich habe kein Auto gesehen. Wer hätte gedacht, das wäre Perry gewesen, der das Auto in Sicherheit gebracht hat. Nee, Perry war ja drin, der hatte Beine gebrochen. Muss er eben schießen? Okay, dann hole ich das Auto. Dann lootet die Leiche. War schon mal ein guter Erfolg. Halbe Rache wurde vollzogen. Den anderen, ich weiß, wie er aussieht. Er hat die KSK-Kleidung. Oh, da fährt ein Auto. Oh. Ich schieße auf das Richtung. Moment. Der in unsere Richtung, oder? Nee. Alter, haben wir geil, Mucka. Was denn? Ihr hattet ein Radio. Ich sehe eure Position jetzt. Ja. Ich brauche Hilfe hier im Auto. Er fährt weiter. Wo ist das Auto? Zombies ragen auf mich. Ich muss ihm die Zombies, die, nimmt den östlichen, nordöstlichen Ausgang. Fährt an den Scheunen, an den zwei Scheunen fährt das. Oh, ich seh's. Ich hab reingeschossen, mehr kann ich aber nicht machen. Ach, da hinten, okay, ich seh's auch. Ja, das ist der SUV. Jo, das ist weg. Könnt ihr Bandagen, Bloodpacks mitnehmen? Ich hab Blutverlust, alles. Diese kannst du gucken wegen Bloodpacks, ich hab Bandagen. Also ich hab noch ein Bloodpack dabei. Okay. Bandagen habe ich auch noch genug. Bist du noch da oben, oder? Aha, Mucko and Captain Skuma. Doch. Ich sehe das Auto noch, Der ist ausgestiegen. Ich hab den Reifen platt geschossen. Jawohl. Ich hab ihn. Er ist tot. Like Mike. Ja. Boah, den hab ich noch erwischt. Der hat sich verbunden. Wo? Dann glaub ich da eben hin. Ich bin auf dem Weg. Bei der Scheune. Etwas nördlich von den Scheunen. Kannst du ein Auto holen? Kannst du unser Auto holen? Ja. Ich musste leider einen Vorderreifen kaputt machen, damit er nicht wegfahren konnte. ACO hatte er. Ja, ich hab dich gesehen. Ey, Mucka, ich geb dir jetzt gleich mal das Radio. Jo. Das Blacky, ich hab auf jeden Fall den Key für den Wotning. Beziehungsweise für den SUV, hoffe ich zumindest. Ich teste gleich. Hunting Knife, M9 SD. Ey, ich hab selber ein Radio. Okay.
Ja, ich sehe das. Oh mein Gott. Ich sehe euch beide. Mega richtig gut. Gut, ne? Ihr seht das, ne? Ja, ja. Ja, klar. Wir brauchen auf jeden Fall dreimal. Boah, das. Ich glaube, wir spielen nur noch auf dem Server hier. Okay, alle Zombies sind tot. Ja, diesen KSK-Skin, den gibt's eigentlich so gut wie gar nicht auf dem Server. Ich hab geschossen. Okay. Ja, der Zombie steht hinter dir. Tot. Jo, super. Painkillers Morphine habe ich nochmal mitgenommen. Heftig. Ich habe ein Bloodpack bei mir, kann mir das einer noch geben? Und einer kann ja, den warte. Skin nehmen. Das Skin ist leider als Sniper nicht zu gebrauchen. Guck mal! Ah doch, das sieht man sogar. Ey, das ist echt geil gemacht. Ey, wir spielen nur noch auf dem Server. Bandagen habe ich schon. Jo, danke schön. Okay. Dann müssen wir eben den einen hier abbauen. Schade, Medikam. Eine ACR. Ah, nice. So willst du eine Soldier Closing haben vielleicht? Ich würde das gerne nehmen, ja. Ist ganz gut als Sniper. Im Rucksack. Okay, ich repair den eben. Body ist auch zu 90% oh, kaputt. 13 Gold. Ja, die haben auch noch mal was, eine Soldier Closing drin. Bei dir in der Tasche sehe ich keins. Ja, nee, ich hab das ins Auto gepackt. Die hatten noch ein. Okay, okay. Das bin auch ich, Mucker. Also. Ja, dann haben wir ein bisschen Gold, ein Emerald noch. Den Emerald nehme ich mir mal. Falls was passiert. Solch hier zwei Stück, sehr schön. Zack, einmal schnell umgezogen. Wollen wir den Hampi dann verkaufen, oder? Ach, nee, geht ja gar nicht. Können wir nicht, können wir nicht. Wir können ja leider auch nicht repairen. Ich hab, im Auto ist noch ein. Ja, okay, ist noch ein Radio, Perry. Oder. Ich hab ja eins. Also, ja, dann, Deser, nimm du dir mal eins. Schau mal, wie das aussieht. Das sieht richtig geil aus. Ja, Mann, das ist richtig gut, ey. Nie wieder fragen, bist du das? Okay, ich hab das Auto repariert. Ja, man kann, die. Weiten Reifen abbauen, also die nicht die anderen so. Reifen halt. Okay, ja, ich habe vorne abgebaut, warte, dann baue ich hier drin. Aber auf jeden Fall, die Rache wurde vollzogen, wir haben sogar beide bekommen. Das war super. Ich repair den eben. Den Granatenkill eigentlich gesehen. Ich habe den gesehen, ich habe den aufgenommen, der war schön. Wo ist das Radio? Im SUV. In dem Auto. Dann macht euch mal einen Marker, Trader City Lupertino, da werden wir nämlich hinfahren, da verkaufen wir das Auto. Das bringt nämlich immer ordentlich an Geld. Oh, geil. Und dann okay, dann fahre ich den. Ich diese Pferde alles geil. Auf jeden Fall eine super geile Aktion, ey. Ja, Mann. Ich frag mich nur, hier sind am Anfang Zombies hochgeraged die Straße. Als ihr gesagt habt, der ist im Auto, aber ich habe da nichts gesehen, nichts gehört. Ich habe nur die Zombies ragen gehört. Als ich da hingegangen bin. Ja, nee, das war nicht der SUV, das kann ja nicht gewesen sein, weil da war auch keine Staubwolke. Ich hätte das wirklich gehört. Dann bin ich da hingegangen, um zu gucken, was da passiert ist, ne? Wieso die ragen, auf einmal sind die auf mich zugeraged, aber die sind vorher definitiv nicht auf mich zugeraged. Das fand ich mega komisch. Jo Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr noch eine der letzten Folgen mit dem Captain Skooma und unten habt ihr die letzte DayZ-Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal.